Der Hunter will wirklich nochmal in die Höhle. Eine rote Quest. 58. Keine Ahnung. Die Regel Nummer 1 in Hardcore-WoW ist eigentlich, geh nicht in Höhlen rein. Regel Nummer 2 ist, geh nicht in Höhlen rein, wo rote Quests sind. Das ist die Regel Nummer 2. Ah, naja. Der Hunter meint, der Pet wird schon carryen. Ich weiß halt nicht, was der Mob für Fähigkeiten hat, den wir da beschwören, ne? Ich habe keine Ahnung, was da abgehen wird. Darf ich in die Gilde rein? Klaro, Leute. Kommen Sie in die Gilde. Und dann unter Wasserhöhlen und Molochhöhlen. Ja. Alles, was mit Haaren fängt, geht da nicht rein. Gleich wird das nichts mehr mit dem Tempel, ja. Ich glaube auch nicht. Aber der Hunter wollte. Das Ding ist halt, das ist so eine Höhle, du kannst ja nicht mal rausrennen. Also wir kommen, die ist so groß, diese Höhle. Du kommst nicht nach draußen. Es geht einfach nicht. Hoffentlich führt der Hunter mich nicht in mein Verderben. Ich hoffe auch nicht, ne. Das ist wahrscheinlich so eine Quest, wo jeder sagen würde, nope, macht das nicht. Ich weiß gar nicht, was für ein Mob das ist. Der hat zwei Ads dabei, ne? Der Mob. Der ist nicht mal alleine. Das ist ein insane Mob mit vielen Mobs. Wird hart. Ich glaube, es wird ein epischer Tod. Ah, wir kriegen es hin. Ich habe immer noch Illuns Light, ne, mit dabei. Muss man eigentlich hier dieses... Wir müssen jetzt super tief rein. Und da müssen wir uns nochmal rauskämpfen. Ne? Bleib positiv, wenn du stirbst, kannst du unendlich neue Chars machen. Ja gut, das könnte ich jetzt auch. Schmore Stable. Will at... Neto Cons... Die Höhle ist ein Fiebertraum, ja. So. Gilde, Dotterbart, Claro. Oh, das wird hart jetzt. Wir müssen erst die Höhle gehen, dann müssen wir die Quest noch ganz schnell holen. Dann müssen wir Tempel rein. Die nächsten 4 Stunden sind wir gut ausgebucht. Außer wir sterben jetzt. Da natürlich nicht. Warte, ich muss auch noch nach Hinterland dann fliegen, ne? Oh, es wird knapp werden. Das ist immer das Schlimme. Wir sind jetzt mit Zeitdruck hier drin, weil wir die Leute nicht sitzen lassen wollen, ne? Nicht warten lassen wollen. Buffut. Ich habe so ein Ding mit Ausdauer. 25 Ausdauer. Ich hau mir das Teil rein. Ziemlich sicher. Ich nehme das hier noch rein. Und den Lungencocktail hau ich mir auch noch rein. Aber sowas von. Das ist es mir sowas von wert. Da noch das Buffut rein. Lieber so, anstatt irgendwie das was Doofes passiert, ne? Der Hunter hat sich auf jeden Fall out of Mana geschossen. Das freut mich sehr. Der hat noch Buffs, ne? Das Pet darf nicht sterben. Sehr schön. Wir müssen doch so viel weiter rein. Wir sind ja nicht mal ansatzweise da. Wir müssen noch durchs Wasser durch mit den Schwabbeldingern, ne? Ich werde healen. Im Tempel. Ich werde Heilung machen. Der macht nicht mal seinen Mana voll. Ich hätte gerne einen Hunter dabei, der zumindest rennen würde. Ich frage mal. Do you need water? I have. Na gut. Light von der Loon? Ich mache meinen Button schon mal drauf. Oh, Leute. Da müssen wir durchschwimmen, wurde mir gesagt.
Das Ding ist, ich kann auch keinen Ruhestein rausmachen, weil den Ruhestein brauche ich, um nach Feralas zu gehen, ne? Gehen wir hier rüber. Ich mache Mana-Siegel drauf jetzt, auf die Mobs. Oder ich mache ein Heal-Siegel drauf, dann wird das Pet sich immer hochheilen, ne? Ich glaube, Heal-Siegel wäre der Play. Dann wird das Pet niemals down gehen. Kriege ich Damage hier drin? Nee, ne? Ja, Heal-Siegel ist sehr gut. Das machen wir. Dann ist das Pet ziemlich unsterblich, glaube ich. I can buff you anti-threat. Vielleicht ist das ganz gut, damit er keinen Akku zieht. Also auf sein Pet drauf dann. Zwei, okay. Er sagt immer zwei. Hunter sagt dann dauernd eine 2 ein. Oh, ich habe ein bisschen Bammel, Leute. Eigentlich will ich hier nicht drin sein. Ich lasse mich halt auch immer auf so doofe Dinge ein, ne? Ich bin so jemand, den kannst du richtig einfach mitziehen. Wenn der reingeht, dann gehe ich auch rein. Ich dachte, ich kann mich rausreden, dass ich hier diesen Cocktail machen kann, aber... Okay, Pet kriegt nochmal einen Buff. Und überall Mana rauf. Ich werde anfangen zu trinken. Ich trinke nochmal rein. Und wir haben die Hälfte nicht mal geschafft. Schau mal, wo wir hin müssen. Wir müssen ja... Was ist das für eine Höhle, Leute? Ich war hier noch niemals wirklich drin. Gottesschild Ruhestein geht nicht. Das ist ausgemacht. Das funktioniert in Hardcore-WoW nicht. Ansonsten wäre Pali nämlich unsterblich. Du wirst dann nur die Stadt verlassen, wenn du Ruhestein und Gottesschild abhast. Ich hoffe, es wird sich auf jeden Fall lohnen für die XP. Wenn wir es rausschaffen. Weil rausrennen ist nicht, ne? Weil wir kommen nicht rausgerannt. Ich bin mir aber sicher, das Haus hier ist ein Reset-Spot. Ich glaube, da war ich mal drauf zum Resetten. Da, vorne. Das müsste funktionieren. Ja, wenn irgendwas schief geht, können wir vielleicht darauf hüpfen. Aber da kommen wir auch nicht zurück wegen dem Gift und so, ne? Ah, schwierig, Leute. Okay, warte mal, da sind 4 Mobs. Da ist die Succubus, die wir töten müssen. Die ist auf jeden Fall schon orange für mich. Ja. Das heißt, der Endboss, der wird ja nochmal böser sein. Da ist ein Succubus mit 4 Ads dabei. Alles klar. Ich glaube, spätestens jetzt sollte ich gehen. Let's wreck. Fokussen wir die Suko weg, ja, ne? Good luck, vielen Dank. Das ist der erste Boss. Ja, wir sind noch nicht mal durch nach dem. Das ist nur der erste. Und ich würde sie gern zurückpullen. Pull her ab. Ich würde sie hier hochpullen. Also hier hin. Hier. Vielleicht hier? Ich würde hier kämpfen, glaube ich. Ich würde einfach reinziehen und gucken, ob alle Mobs mitkommen. Er muss mit einem Pfeil pullen. Ich meine, ich kann auch pullen zur Not. Er rennt hoch. Oh, die kommt alleine. Oh, sie ist alleine. Sehr gut. Ich hätte gedacht, dass alle mitkommen, ehrlich gesagt.
Wenn alle mitgekommen, wäre natürlich übel. Also so geht es. Naja, so ist sehr entspannt. Ich dachte, es wären 4 Leute mitgekommen. Und da können wir die Quest abgeben. Und dann kriegen wir wahrscheinlich nochmal eine Follow-Quest, oder? Ne, der Hunter ist nicht 60. Nee. Der ist der Hunter, der nachher im Tempel mitkommt, mit uns. Der ist Level 56. Also ein Stück höher als ich auf jeden Fall. Ne? Das hilft, ne? Wenn er auch mein Level wäre, dann... Ja, das glaube ich ziemlich unmöglich. Ich weiß ja nicht, wie der Respawn hinter uns ist, sagt. Oh, habe ich mich erschreckt. Holy moly. Warum kommt die Musik hier? Diese Tröte. Auf einmal kam die Tröte. Ich habe mich so erschreckt. Erschrocken. Erschreckt. Erschrecken. Aber theoretisch muss ich einen Ruhestein drücken, ne? Weil ich habe keine Zeit, mich rauszufighten. Und ich weiß nicht, ob der Hunter sich alleine rausfighten will. Aber kann er eigentlich machen. Ah, weil das Problem ist, ich muss unbedingt die Präquest machen. Mit Tempel. Ganz, ganz dringend. Ich bin da trotzdem froh, dass wir mitgekommen sind, denn alleine hätten wir das nie geschafft hier, ne? Ich nehme an, oder? Geh mal an. Wir 5. So. Okay. Und die sind da. 7500. Okay, die XP lohnt sich auf jeden Fall hier drin. Junge, Junge. Also XP ist insane. Ich glaube, im nächsten Raum ist dann der Superboss, ne? Ich wünsche, am Ende wird so ein Teleporter stehen, wo steht, jo. Hey, komm so doch wieder raus. Die Buffs sind immer noch frisch. Sehr gut. Ist das eine insane Höhle? Warte mal, hier ist jetzt nochmal eine andere Höhle drin, ne? Dieses Höhlenmodell aus Garnassus. Jo. Komplett Mana füllen. Aber jetzt wird's schwierig, ne? 2 Mobs. Da sind nochmal 2. Die Frage ist, ob die Höhle voll ist. Oder ob die Höhle... Wir können, glaube ich, nur hier oben langlaufen. Ich glaube, es ist nicht die komplette Höhle. Also sind wir ehrlich, wir haben eine gute Kombo. Ja, wir sind Paladin Hunter. Also wenn jemand das schaffen kann, dann wahrscheinlich wir. Ich glaube, wir müssen hier lang. Right? Also die Höhle ist komplett. Junge, Junge. Trink wieder voll. Ich will immer Full Life sein. Full Mana. Er trinkt auch einen. Hat er irgendwie einen Heal-Pot? Also ich gebe ihm einen. Nimm das. Nicht genug Platz. Naja. Dann nicht. No Slot. Er ist voll. Ist in Hunter Life, ne? Hunter Life hat niemals... Hat niemals Platz. So. Da ist er. Mit doppelter Succubus dabei. Ich könnte theoretisch ein 4 in eine Succubus, ne? Die haben beide nur 3000 AP.
Was machen wir am besten? Der macht einen Schattenblitz und eine Shadowbolt Volley. Ich werde auf jeden Fall Schattenaura anmachen. Gegen die Leute hier. Hab nur Level 2 leider. Level 3 hätte ich lernen müssen. Also wenn wir jetzt sterben, liegt es daran, dass ich meine Schattenaura nicht gelernt habe. Ziemlich sicher. Okay. Machen die weg. Let's focus him, right? Oh ne, du kannst auch Squad spielen. Ich würde, glaube ich, ihn fokussen. Oh, warte mal. Wanzuku ist... Okay. Also die Succubus hat Mind Control. Das heißt... Das kann sehr ekelhaft werden. Wie kriegen wir die hin? Wir können das Pet erstmal alleine machen lassen, vielleicht. Also einer hat einen dicken Mind Control dabei. Ja, Freezing Trap auf jeden Fall. 1 minute for Stun. Ich weiß nicht, ob wir auf den Stun warten wollen. Wir könnten ihn im Stun downzergen, theoretisch. Er schickt einfach rein. Ich bin gar nicht ready. Ich bleib mal kurz hinten. Wenn ich nicht mit Infight bin, kann ich nicht übernommen werden, glaube ich. Right? Nice. Wäre ich nämlich Infight gegangen, hätte er mich vielleicht übernommen. Weißt du, wie ich meine? Deswegen bin ich Outfight gewesen. Ich muss den heilen. Er hat einfach reingeschickt. Also der Hunter Damage ist ja absolut broken. Hä? What the heck? Nice. Let's HS out of here. Der Hunter-Schaden ist ja... What? Das habe ich nicht erwartet.